Im Gruselkabinett verbrannt, aus der Achterbahn geflogen und ein defekter Freefall Tower. Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Nummer 8. 1984 entfachte in einem Spukschloss im Six Flags Park in New Jersey ein Feuer. 8 Gäste waren darin gefangen, als die Flammen sich auf das ganze Gebäude ausweiteten und die Temperaturen auf über 1000 Grad Celsius anstiegen. Nachdem das Feuer gelöscht war, fand man nur noch die 8 nicht mehr erkennbaren Leichen der Gäste. Und die Nummer 7. 2007 ereignete sich in Japan ein wirklich schrecklicher Unfall. 19 Menschen wurden verletzt und eine Frau sogar getötet. Eine Achterbahn wurde nicht ordnungsgemäß gewartet, was zur Folge hatte, dass während der Fahrt eine Achse brach. Der Zug entgleiste und schleuderte mit 75 km/h wild umher. Und die Nummer 6. Im Jahr 2015 stießen in einem britischen Freizeitpark 2 Achterbahnen zusammen. Die Mitarbeiter der Attraktion umgingen eine Sicherung und ein vollbesetzter Zug raste in einen leeren Testzug. Dabei wurden die Beine der vorne sitzenden Personen zerschmettert und mussten teilweise amputiert werden. Kommen wir zu Nummer 5. Der Superman Ride im Six Flags Park in Kentucky wurde geschlossen, nachdem es bei einem Freifall eine Fehlfunktion gab. Ein Drahtseil löste sich aus der Attraktion und wickelte sich um den Hals und die Beine eines 16-jährigen Mädchens. Zum Glück schaffte sie es, ihren Hals von diesem Seil zu befreien. Jedoch wurden beim nächsten Fall ihre Füße an den Knöcheln abgetrennt. Und die Nummer 4. Im Jahr 2015 eröffnete eine neue Attraktion in einem Freizeitpark in China. Das Personal der Attraktion ließ 2 Fahrgästen nicht genug Zeit, um sich die Sicherheitsgurte anzulegen. Diese wurden bei voller Fahrt in 20 Metern Höhe aus der Attraktion geschleudert und knallten auf den harten Asphalt. Beide waren sofort tot. Nummer 3. In einem kanadischen Freizeitpark entgleiste eine Indoor-Looping-Achterbahn mit 97 km/h, weil einige Schrauben und Bolzen fehlten. Während des Entgleisens lösten sich dann auch noch die Sicherheitsbügel und die Fahrgäste wurden herausgeschleudert. 3 Menschen starben bei diesem Unglück und 19 wurden verletzt. Und die Nummer 2. Dieses Unglück fand ebenfalls in China statt. Bei einer Raketensimulation geriet der Simulator durch ein mechanisches Problem aus der Balance. Der Wagen löste sich und schleuderte im Simulationsraum umher. Dies löste dann einen Elektrobrand aus, wodurch der Wagen 10 Meter in die Tiefe stürzte. 6 Menschen starben und 10 wurden schwer verletzt. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Bei einem Geburtstagsausflug in einen Freizeitpark gerieten auf einer Attraktion die Haare eines 8-jährigen Mädchens durch eine Lücke zwischen den Sitzen und wickelten sich um einen Motor. Die Kraft war so groß, dass ein Teil ihrer Kopfhaut abgerissen wurde. Zum Glück überlebte sie diesen Unfall. Jetzt könnt ihr euch noch verlassene Freizeitparks, die man nicht mehr betreten darf, anschauen. Auch ein sehr interessantes Video. Dazu einfach hier in die Mitte aufs Video klicken. Das war's für heute, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal, ciao.